Sawadee und herzlich willkommen zu einem neuen Thai-Video. In diesem möchte ich euch Thai-Filme vorstellen, denn ich habe euch ja schon Bücher und Serien empfohlen. Da verlinke ich auch die Videos in der Infobox. Und ja, da macht es Sinn, dass ich jetzt als nächstes euch Filme vorstelle. Teilweise Filme, die mir sehr wichtig sind oder mir sehr viel bedeuten. Und teilweise auch einfach Filme, die ich geguckt habe und cool fand und euch einfach gerne empfehlen möchte. Von allem etwas dabei und natürlich wieder am meisten auf Netflix. Was würden wir heute schon nur ohne Netflix tun heutzutage? Ja, deswegen, ja, falls euch das also interessiert, bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Als ich mir überlegt habe, dieses Video zu machen, war es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, ja, Thai-Filme rauszusuchen, weil ich dachte, ich kenne kaum Thai-Filme. So, und ja, als erstes ist mir natürlich Ong Bak eingefallen und Tom Yung Gong oder Revenge of the Warrior mit Tony Cha, also Martial Arts, Muay Thai-Film. Einfach, weil es so der erste Thai-Film war, den ich überhaupt mal gesehen habe. Und ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, ob ich ihn als DVD gesehen habe oder im Kino. Also ich glaube nicht, dass es im Kino war oder irgendwie im Fernsehen. Aber auf jeden Fall habe ich ihn gesehen, legal, glaube ich, irgendwo, als Teenager. Und war einfach super happy und fasziniert, dass es ein Thai-Film irgendwie geschafft hat, nach Deutschland zu kommen. Also man kannte ja schon Jackie Chan und Bruce Lee, so als die Chinesen, die halt Martial Arts machen und Kung Fu. Und dann kam halt Tony Cha mit seinem Muay Thai und ich dachte so, oh, das ist mein Land, das ist so, ja, also das könnte mein Bruder sein, so. Ja, und deswegen muss ich die natürlich als allererstes erwähnen, einfach aus Nostalgiefaktor. Und es gibt mittlerweile auch mehrere Teile von beiden, also von sowohl von Ong Bak als auch Revenge of the Warrior oder Tom Yung Gong. Ich finde aber natürlich die ersten am besten und ich glaube, ich habe auch von Ong Bak, glaube ich, gar nicht alle gesehen. Oder von, ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht alle gesehen von den Teilen und kann euch den ersten jeweils empfehlen. Die Story ist relativ ähnlich. Im ersten, im Ong Bak, geht es um eine Buddha-Statue, die aus einem Dorf gestohlen wird und die dann, ja, Tony Cha wieder zurückholt mit seinen Kampfkünsten. Und in Revenge of the Warrior oder Tom Yung Gong geht es um Elefanten. Also ein Elefant wird gestohlen aus dem Dorf und er als Elefantenpapi holt ihn wieder zurück. Und ich finde den sogar besser, einfach wegen dem Elefantenaspekt. Und auch die Szenen sind einfach, ja, so schön und es wird erklärt, wie wichtig Elefanten für Thailand ist oder für, ja, die spezielle Person eben. Und was eben, ja, die Connection zwischen Elefanten und Thailand eben. Und kleiner Spoiler, mein Buch heißt ja Champuak, der weiße Elefant. und ich glaube, es hat mich auch so unterschwellig ein bisschen inspiriert. Genau, aber dazu gibt es dann ein anderes Thailand-Video. Der dritte Film, den ich euch empfehlen möchte und ja, den ich sehr, sehr spannend fand, heißt Pattaya Girl, habe ich auf Netflix gesehen und als ich die Beschreibung gelesen habe, war ich erstmal so ein bisschen, ja, skeptisch, so ein bisschen cringe, was halt so die typische Urlaubsstory ist. Also es geht darum, dass eine deutsche Familie nach Thailand in Urlaub geht, erstmal nichts Schlimmes oder so, und dann verliebt sich der Teenager-Junge in eine Thailänderin. Und ich dachte nur so, okay, ja, hört sich irgendwie lame an. Aber sie hat mich echt positiv überrascht, weil es nicht nur so um die Liebesgeschichte geht, sondern vor allem eben um die Frau und
ja, um das Dorfleben dann auch. Also es wird, geht weg vom Tourismus quasi und ums Dorfleben. Und ja, ich habe das positiv in Erinnerung. Also ich habe ihn nur einmal geschaut, aber ich hatte den irgendwie, ja, ich war positiv überrascht von diesem Film. Und ja, kann ihn dann daher weiterempfehlen. Dann habe ich erst neulich den Film You and Me geschaut. Und ich musste kurz spicken, weil ich den Namen ja ein bisschen verwirrend finde. Und da geht es ganz cute um zwei Geschwister. Und sind nicht einfach Geschwister oder Schwestern, sondern es sind Zwillinge. Und ja, da wird so die Zwillingsbeziehung quasi sehr hervorgehoben und eben ja gezeigt. Und dann natürlich die erste Liebe. Also es ist irgendwie so ein süßer, goldiger Teenie-Film. Ja, und was ich auch cool fand, ist, dass die Zwillinge verlieben sich halt in ein Pharang. Aber es ist eigentlich kein Pharang, sondern eigentlich ein Lükrum, also ein Halbteil. Und das fand ich irgendwie auch cool zu sehen, dass ja die einfach die Präsentation, die, nicht Präsentation, die Repräsentation eines Lükrüm in einem Thai-Film, das ist halt mind-blowing für mich, weil ich ging ja selbst halb Thai und war dann so, ah oh, krass, okay. Und ich meine auch wieder auf Netflix und ich meine, wir haben 2024, da sollte das kein großes Ding sein eigentlich, aber wenn ich halt überlege, wie ich aufgewachsen bin mit kaum Thai-Film oder halt Zugriff auf Thai-Film, ist es halt ja voll schön zu sehen. Und ich denke dann auch immer so an meinen Neffen, wenn die dann auf Netflix rumgucken und halt so Filme gucken, ist ja dann auch cool, dass sie ja einen halb thailändischen Jungen dann im Film sehen. Genau. Deswegen, ja, kann ich den Film auch nur empfehlen. Das ist einfach eine cute Story. So, wie nennt man das? Coming out age, glaube ich. Genau. Und ja, einfach was fürs Herz. Bisschen härter geht's in einem anderen Film zu, den ich euch empfehlen möchte. Und ich glaube, die meisten werden es bestimmt, den Film bestimmt kennen oder schon mal davon gehört haben. Und zwar Hunger. Also wie Hunger. Und der Film ist einfach richtig geil. Also es geht um Sterneküche und Streetfood. Also Essen ist eh nice, ne? So, und Thai-Food, was soll man sagen? Thai-Food, Best-Food. Und ja, da wird so die Karriere gezeigt von einer Streetfood-Köchin und wie sie in die Haute Cuisine kommt. Und es war ein richtiger Hype auch in Thailand. Also es gab sogar ein Restaurant, das eben ja, auf der einen Seite Haute Cuisine und auf der anderen Seite Streetfood angeboten hat, eben im Stil von diesem Film. Und ich finde es echt schade, dass ich zu der Zeit nicht in Bangkok war. Hätte ich echt voll gern ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob es immer noch dieses Restaurant gibt. Aber ja, ich habe auf Netflix, wurde auf jeden Fall alles, nicht Netflix, Instagram, bei mir wurde auf jeden Fall alles geflutet. Und ich war so, okay. Ja, also ein sehr, wie sagt man, karriereorientierter Film. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die waren ja dann auch eher, ja, Muay Thai, typischer Actionfilm. Dann dieses Pattaya Girl, so ein Urlaubsfilm, sag ich mal. Und You and Me ist halt so ein Familienfilm. Genau. Und diese fünf Filme wollte ich euch empfehlen. Es gibt natürlich noch mega viele andere Filme auf Netflix. Vor allem, also da gucke ich hauptsächlich Filme. Ich weiß nicht, wo ihr Filme guckt. Genau, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Filme ihr schon geschaut habt oder ihr mir empfehlen könnt. Ich werde jetzt gleich einen Film schauen, der gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, online gestellt wurde. Und zwar Mantuan. Irgendwas, ein historisches Action-Drama-Ding mit Thai-Theater, also mit Tanzen und so. Da bin ich auch jetzt sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Kapkunaka.
fürs Anschauen dieses Videos. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Filme ihr schon geschaut habt, welche ihr mir empfehlen könnt. Und bleibt auf jeden Fall dran, abonniert mich. Es kommen nämlich bald, wie gesagt, richtig krasse News bezüglich meines Thailand-Buchs. Ja, es ist endlich draußen. Es ist im Druck, jetzt gerade in diesem Moment. Genau. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video mit einem Buch. Tschüss.